Hallo und herzlich willkommen zu Hier und Heute, den Nachrichten aus Ihrer Region. Die Demonstration der Veranstalter unter dem Titel Alarmstufe Rot macht auf die schwierige Situation der Veranstalter aufmerksam. Und deswegen bleiben wir für Sie an dem Thema dran und haben jetzt einige Momentaufnahmen für Sie. Unter dem Schlagwort Alarmstufe Rot ist die deutsche Veranstaltungswirtschaft vergangene Woche in Berlin auf die Straßen gegangen. Auf einer großen Bundesdemo forderten von 12.05 Uhr bis nach 18 Uhr über 15.000 Mitarbeiter und Vertreter des Veranstaltungswesens finanzielle Hilfe der Regierung, um den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands vor dem Aus zu bewahren. Denn die bereitgestellten Hilfsmittel kommen in der Branche nicht an. Nur 1% davon wurden ausgezahlt. Dem Wirtschaftszweig der Veranstaltungswirtschaft muss ganz konkret wirtschaftlich geholfen werden mit Finanzhilfen. Wir brauchen jetzt Überbrückungshilfe, die ankommt bei den Unternehmen. Von 24,8 Milliarden sind bisher erst 248 Millionen bei den Unternehmen angekommen. Wir haben Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer, die in Hartz IV sind, die dringend Hilfe brauchen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir müssen den EU-Beihilferahmen anpassen, weil große Unternehmen von den Hilfen dann irgendwann auch nicht profitieren. Also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen angegriffen werden muss. Die Veranstaltungsbranche besteht nicht nur aus Künstlern. Der Großteil der Industrie besteht aus Technikern, Bühnenbauern, aber auch viele Nebenbranchen, wie auch der Fernsehsender, den Sie gerade schauen, leben zu einem Großteil davon. Die Künstler, die sonst immer vorne auf der Bühne stehen, laufen auch bei Alarmstufe Rot ganz vorne mit und setzen sich so für die Crews ein, die sonst immer für einen reibungslosen Ablauf ihrer Shows sorgen. Naja, wir sind natürlich Vollblutmusiker und wir können nicht auf die Bühne. Wir haben absolut hundertprozentig Berufsverbot, aber nicht nur wir. Und deswegen sind wir in erster Linie hier, unsere komplette Crew eben auch. Und es betrifft alle anderen Künstler auch und alle anderen Crews. Und wir sind einfach besorgt, dass wenn wir die Pandemie wieder in den Griff bekommen, dass die Branche nicht mehr da ist, dass die Leute sich anderweitig umgeschaut haben, um zu überleben. Deutschland besitzt den drittgrößten Veranstaltungsmarkt weltweit mit einem Steuereinnahmen schaffenden Umsatz von 130 Milliarden Euro. Im Zuge der Pandemiebekämpfung wurde die Veranstaltungsbranche ihrer Existenzgrundlage beraubt. 1 Million Arbeitsplätze sind gefährdet und damit das wirtschaftliche Überleben von Beschäftigten und Unternehmen. Als symbolischer Hilferuf dafür, dass die Branche alles verloren hat, wurde den Abgeordneten und der Regierung zwischen Reichstagsgebäude und Kanzleramt das letzte Hemd niedergelegt. Wir sind seit gut 5 bis 6 Monaten auf Eis gelegt. Was soll man sagen jetzt? Es ist ja schon so viel gesagt. Große Unternehmen werden unterstützt. Wir haben leider in unserer Branche keine Lobby. Und das wollen wir heute ändern, weil uns steht das Wasser tatsächlich bis zum Hals. Und wir haben auch deswegen unser letztes Hemd mitgebracht. Das werden wir auch wie gewohnt ablegen. Wir werden von der Politik versuchen, dort richtige Sachen zu fordern. Anders als andere Wirtschaftszweige, für die es zentrale Beauftragte gibt, wird die vergessene Branche der Veranstaltungsberufe politisch nicht wahrgenommen. Auf der Bühne der Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor wurden die 6 Kernforderungen der Veranstaltungswirtschaft aufgestellt. Dazu gehören erweiterte Überbrückungs- und Kreditprogramme, ein steuerlicher Verlustrücktrag sowie ein angepasster EU-Beihilferahmen und flexiblere Kurzarbeiterregelungen. Ziel aller Forderungen ist die Rettung der unzähligen Arbeitsplätze und Unternehmen. Kommen wir nun zu den aktuellsten Meldungen des Tages. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die rund 420 nichtärztlichen Beschäftigten am städtischen Krankenhaus in Eisenhüttenstadt zu einem einstündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll am Dienstag, dem 15. September um 13 Uhr stattfinden. Mit dem Warnstreik will Verdi ein verbessertes Tarifangebot erzwingen. Man fordert unter anderem bessere Eingruppierungen für verschiedene Berufsgruppen, bessere Anerkennung von Beschäftigungszeiten und eine Erhöhung des Nachtzuschlages. Verdi hat dem Krankenhaus für den Warnstreik eine Notdienstregelung im Umfang der personellen Besetzung in der Nachtschicht angeboten. Damit wird sichergestellt, dass eine Notfallversorgung erfolgen kann und Leben und Gesundheit der Patienten währenddessen nicht gefährdet sind. Am Mittwoch und Donnerstag kommt es zeitweise in Frankfurt/Oder zu Straßensperrungen und Halteverboten durch Filmdreharbeiten.
Die Sperrungen werden jeweils in Blöcken von 5 bis 7 Minuten vorgenommen. Die betroffenen Straßen sind auf der Internetseite der Stadt Frankfurt/Oder nachzulesen. Hier wird der Verkehr kurzzeitig angehalten, um einzelne Einstellungen für einen Film drehen zu können. Anschließend werden die Straßen sofort wieder freigegeben. Die kurzzeitigen Sperrungen erfolgen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr. Vergangene Woche kam es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zu einer Mittelspannungsstörung im Frankfurter Stromnetz. Die Störung wurde durch einen Kabelfehler ausgelöst. Betroffen waren der Stadtteil Süd sowie das Behördenzentrum. Nach ca. 1,5 Stunden waren alle Kunden wieder versorgt. Soweit die aktuellen Meldungen. Wenn Sie an einem Denkmal vorbeigehen, wissen Sie dann immer die genaue Geschichte dahinter? Wir haben anhand des Platzes Gedenkens in Eisenhüttenstadt einmal genauer betrachtet, welche Geschichte dahinter steckt. Es sind russische Kriegsgefangene, die hier vor Ort gestorben sind. Doch wie genau und woher kommen sie? Das sehen Sie im folgenden Beitrag. Ein Modell des Kriegsgefangenenlagers Stalag 3b bei Fürstenberg/Oder. ...222 solcher Stammlager gab es in Nazi-Deutschland. Zwischen 7.000 bis 70.000 Kriegsgefangene waren so untergebracht. Im Stammlager 3b bei Fürstenberg waren es insgesamt 10.000. Von hier aus wurden sie zur Zwangsarbeit im ganzen Reich verteilt. Noch heute, 75 Jahre nach Kriegsende, sind Zeugnisse dieser Vergangenheit zu sehen. Diese Baracken gehörten damals zum Wachbereich. Viele tausend Kriegsgefangene sind im Lager ums Leben gekommen. Bei Kriegsende lag die Zahl der infolge von Unterernährung, Entkräftung und unbehandelten Krankheiten Verstorbenen bei mehr als 4000. 1950 wurde Fürstenberg zum Standort des zentralen Eisenhüttenwerks der DDR. Die Anlagen entstanden in direkter Nachbarschaft zum einstigen Stalag 3b und im Bereich der Massengräber der sowjetischen Kriegsgefangenen. Die Gebeine mussten geborgen und an anderer Stelle beigesetzt werden. Dazu wurde in der neu gegründeten Arbeiterwohnstadt ein Ehrenmal mit unterirdischen Grabkammern errichtet. Das im November 1951 eingeweihte Monument war fortan Schauplatz für politische Manifestationen und Gedenkveranstaltungen. Die Inschriften gaben jedoch vor, dass dort nicht Kriegsgefangene, sondern im Kampf getötete Soldaten bestattet waren. Nach der Wende gab es Neuansätze zur Erforschung des Stalag 3b. Aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus veranstalteten das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR und das Kunstarchiv BESKO ein Symposium zur Erinnerung an die 1941 bis 1945 in deutschem Gewahrsam umgekommenen sowjetischen Kriegsgefangenen. Unser Symposium befasst sich mit den sowjetischen Kriegsgefangenen bzw. Die Erinnerung an diese Opfergruppe des Nationalsozialismus. Über 3 Millionen von ihnen sind umgekommen in deutscher Gefangenschaft, in erster Linie, weil sie schlichtweg verhungert sind, weil sie nicht ausreichend versorgt worden sind mit Nahrungsmitteln. Und obwohl das größte Massenverbrechen der deutschen Wehrmacht war, ist es weitgehend in Vergessenheit geraten in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wollen jetzt hier ein bisschen den Ursachen für dieses Vergessen oder auch für diese bewusste Verdrängung nachspüren und schauen auch in die Gegenwart, in die Zukunft, wie wird mit diesem Thema umgegangen, wie kann künftig es stärker ins öffentliche Geschichtsbewusstsein gerückt werden. Wie kann heute eine angemessene Erinnerung an diese Opfer aussehen? Diese Frage wurde am Beispiel von Eisenhüttenstadt diskutiert, wo am Platz des Gedenkens die Überreste von etwa 4.100 Rotarmisten ruhen. 1951 in anonymen Grabkammern beigesetzt, sollen die Namen der Toten künftig auf Tafeln genannt werden. Und da sind wir jetzt. Also wir haben das Denkmal in der Stadt, wir haben die Toten in der Stadt, wir haben die Pflicht, die Leberliste zu führen. Angedacht ist eine etwa 3 Meter hohe Mauer mit den Namen der am Platz beigesetzten sowjetischen Kriegsgefangenen. Axel Drieschner hat einen großen persönlichen Anteil an der Aufarbeitung dieser Geschichte um Stalag 3b.
Stahlag 3b hat mich hier eigentlich hergeführt vor rund 20 Jahren und beschäftige mich weiterhin, was auch den Platz des Gedenkens anbetrifft. Mitten in der Stadt sind hier 4000 sowjetische Kriegsgefangene begraben, ohne dass das tatsächlich vielen bewusst ist. Und wir hoffen, dass sich das in Zukunft ändern wird, zum Beispiel durch Namen, die man dort anbringen wird. Und diesen Prozess wollen wir hier durch diese Diskussion begleiten. Die Bautätigkeiten an der Fassade des Rathauses in Eisenhüttenstadt verursachen in den kommenden Wochen lärmintensive Arbeiten. Ein zügiger Bauablauf und die Erreichbarkeiten der Bereiche in der Verwaltung wurden geregelt. Eine Einschränkung ergibt sich hierbei für die telefonische Erreichbarkeit. Telefonate sind den Mitarbeitern an den bekannten Sprechtagen ab 9 Uhr möglich. Diese Einschränkung gilt voraussichtlich bis Ende des Monats. Ab dieser Woche wird in der Franz-Mehring-Straße in Frankfurt-Oder aufgrund einer Havarie am Wasserkanalnetz die Rechtsabbiegespur in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße gesperrt und auf die Linksabbiegespur verlegt. Bedingt durch das daraus resultierende starke Verkehrsaufkommen ist mit einem Rückstau zu rechnen. Nach Möglichkeiten sollte der Bereich daher weiträumig umfahren werden. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich am Freitag, dem 9. Oktober, beendet sein. Am Mittwoch, dem 16. September, findet in Eisenhüttenstadt die Einwohnerversammlung statt. Diese wird im Hörsaal der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe abgehalten. Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelung werden die Bürger gebeten, sich für eine Einwohnerversammlung telefonisch unter der Nummer 03364-566-269 anzumelden, da die Kapazität auf 35 Plätze beschränkt ist, soweit die aktuellen Meldungen des Tages. Ja, das Wochenende über hatten wir durchgehend eigentlich gutes Wetter. Ob das in den kommenden Tagen so bleibt, zeigt der Wetterbericht. An diesem Dienstag können wir noch mit viel Sonne rechnen und Niederschlag ist nirgendwo zu erwarten. Die Tageshöchstwerte liegen bei 31 Grad und in der Nacht sinken sie auf 17. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter relativ freundlich mit viel Sonnenschein und ohne Niederschlag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 28 Grad, nachts sinken sie dann auf 12 Grad. Am Donnerstag müssen wir dann mit etwas mehr Wolken am Himmel rechnen. Die Sonne werden wir dann kaum zu Gesicht bekommen. Die Tagestemperaturen steigen auf Höchstwerte von 18 Grad. Ja, wie so oft sind wir zu schnell am Ende der Nachrichtensendung hier und heute angekommen. Und deswegen verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis morgen.